Welche Rolle spielte das Jüdischsein eigentlich durch die Generationen hinweg? Na, so eine jüdische Familie, das ist ja nicht eine Rolle, sondern das ist ja ein, das bekommt man mit. Ich bin als Jude geboren und so waren es meine Vorfahren. Und dann wird es durch Musik, durch Kultur, durch Feste, durch Musik, Literatur, wird das alles saugen wir das so mit auf. Und dann fühlt man eine Verbundenheit zu dieser jüdischen Welt. Und als mein Vater starb, war das ein wahnsinniger Halt, weil das war mein Ein und Alles. Und dann war da auch jemand, eine jüdische Gemeinde, die auf einmal so, da waren die Arme offen. Mhm. Das war ein Zusammenhalt, der, ich glaube, in egal in welcher Religion, einen Halt gibt. Ich bin kein gläubiger Mensch. Ich glaube an die Energie. Ich glaube, dass wenn man stirbt, die Energie nicht verloren geht. Ich glaube an den Energieerhaltungssatz. Ich denke, die Energie ist da und egal wer geht und kommt, das ist eine Veränderung der Energie. Und trotzdem ist das Jüdischsein für mich total wichtig. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Synagoge, um Frieden zu spüren. Und gleichzeitig gibt es eben diesen roten Faden des Ausschlusses. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das Jüdischsein auch mit ein Grund, warum deine Eltern gesagt haben, sie verlassen die Sowjetunion, weil es dann doch immer irgendwie unterschwellig eine Rolle spielte, dein Vater nicht angemessene Arbeitsplätze bekam, die ihm eigentlich aufgrund seiner Kompetenz zustehen würden und so weiter und so fort. Also so ein latenter Antisemitismus. Was mich ehrlich gesagt echt nochmal schockiert hat bei der Lektüre, die Wendezeit. Als die Mauer fiel. Du bist in Ostberlin aufgewachsen, du schreibst über deine ganzen Klicken, Gemeinschaften und wie du da so unterwegs warst. Und plötzlich, als die Mauer fiel, wendet sich irgendwie der Wind auch gegen dich und das Jüdischsein spielt eine Rolle, und zwar negativ. Wie kannst du dir das erklären? Naja, also ich habe das also es war folgende Situation, ich hatte eine Clique im Wohngebiet, wir sind zur Disco gegangen, wir haben Party zusammen gemacht, und dann kam die Wende und ich merkte, wie so die Energie kippte. Und auf einmal die Jungs, mit denen ich gerade noch so abgehangen habe und die Abende, die Nächte um die Ohren geschlagen habe, da fielen dann so Worte wie Hudensau, Hosenschwein, kommst, wenn ich zum Spiel nicht runterkommen wollte, weil ich Geigen üben wollte, weil ich im Orchester war, dann kam auf einmal so eine Antipathie. Und es war ganz besonders eben nach der Wende, und ich hatte das Gefühl, jetzt im Nachhinein, wenn ich das so reflektiere, dass es gar nichts mit dem Jüdischsein zu tun hat, sondern einfach nur mit der inneren Angst vor der Veränderung, vor dem Neuen, einer Struktur, die kaputt gegangen ist, die Struktur DDR, ein klares System. Und dann kommt was Neues, und ich glaube, die Jungs, die haben mich ja irgendwie gemobbt. Und das war dann wie so ein Sprachrohr von zu Hause, dass irgendjemand muss ja schuld daran sein, dass ich Angst habe, dass ich schuld, also irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein. Und dann habe ich das Gefühl, dass es wie so ein Spiegelbild ist, was dann mir entgegengebracht wird. Damals hat es sehr weh getan. Ich wollte gerade fragen, wie bist du damit umgegangen? Ja, mein Papa hat gesagt, nachdem ich ein paar Mal verdroschen wurde, hat er gesagt, das nächste Mal bist du der Erste, der zuschlägt und du hältst dir das vom Hals. Und das habe ich tatsächlich einmal gemacht mit zwei Jungs, die mich permanent penetriert haben und jeden Abend aufgelauert haben, habe ich den ordentlich mal. Damals gab es Karate Kid, kennst du noch den, kennst du den Film Karate Kid? Ja, und ich hatte natürlich keine Ahnung von Karate. Ja? Und dann kamen die Jungs und lauerten mir wieder auf und ich wusste, okay, jetzt kriege ich wieder eine verpasst. Und dann habe ich wow gemacht. Und dann habe ich den Fuß gehoben und dann habe ich den warm und ich fühlte mich wie Karate Kid. Und dann guckten die mich mit so großen Augen an, weil sie es nicht erwarteten. Und ich fühlte, ja, yes, bin ich. Und dann waren sie weg. Denn damit kommen wir jetzt ganz geschmeidig zu deinen schauspielerischen Fähigkeiten, liebes Publikum. Sie merken, die Moderatorin sucht eine schöne Überleitung und da ist sie. Wunderbar, hast du das gemacht. Bühnentier durch und durch. Woher kommt dieses Talent? Das Talent? Ein Bühnentier, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich stand immer zwischen meinen Eltern und ich wollte, dass beide lieb miteinander sind und dass die harmonisch sind. Und ich wusste nie, wann das kippt und wann der Streit kommt und wie heftig er wird. Mein Bruder hat sich immer zurückgezogen, weil er das nicht erfahren konnte. Der hat eine andere Persönlichkeit, eine andere Mentalität. Und ich stand immer wie so ein kleiner Schnupsi immer zwischen diesen beiden großen Menschen und guckte immer nach oben und dann fühlte sich das im Nachhinein, ist das wie so eine Slow Motion, wenn die sich dann so gestritten haben. Ja, also wie so ein Fünfjähriger, für den ist das ja alles, der versteht ja gar nicht, worüber die da reden, warum die sich anbrüllen und so, und dann habe ich das Gefühl,
ich habe dann so eine Sensorik automatisch gelernt zu gucken, okay, wie ist die Stimmung? Wie ist das, wie ist der drauf? Und habe den angefangen zu fühlen, die Mama, die Papa und mein Bruder und so. Und dabei ist so ein, da sind ein paar Filter kaputt gegangen, glaube ich, dass ich alles so wahrnehme. So, ich spüre die, so mein Gegenüber und Schauspieler. Und dann mit im Unterricht, wenn man tolle Lehrer, ob das bei der Geige war, ein Schauspiel oder mit dem Ballett, die haben diese Sensoren gemerkt und haben die mich entwickeln lassen. Und dann entstand dann mit dem ersten Film, Katrin und Wladimir, möchte nur ganz kurz erwähnen, Jens Becker, mein erster Regisseur, von vor, das waren 3 Tage ist das her, ja? Also da war ich 18. Ah, eineinhalb. Da war ich 18. Ja. Der hat genau das also gespielt. Vorgestern. Genau, vorgestern. Ja, wir haben uns gar nicht verändert. Und Jens hat mich entdeckt, das ist wirklich, ich bin wahnsinnig berührt, dass du heute da bist. Der hat bei einem Casting, hat er Dinge gesehen, die mir gar nicht bewusst waren. Und der hat mich überredet, ich musste für diesen Film die Haare abschneiden, ich hatte so langes Haar. Das ist eine ganz dramatische Szene, muss ich mach sagen. Mach ich nicht. Ich habe auch für dich gelitten. Also ich dachte auch, nee, die ganze Wolle weg, nee. Dann hat er gesagt, du bleib mal ganz ruhig. Film könnte eine Chance bedeuten, liebe Haare wachsen wieder. Das hat mein Papa dann bestätigt und dann haben wir einen ganz tollen, schönen Film zusammen gemacht. Mhm. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Weil so diese Rest ist Historie, wie man so schön sagt, denn dann ging es so richtig los im Filmgeschäft. Dabei war es ja eigentlich die Geige. Du hast auch tatsächlich studiert in Dresden. Ja. Du bist Diplom-Violinist, nicht wahr? Ja. Also ich darf mit der Geige Geld verdienen, heißt genau. Es, glaube ich. So in etwa. Und das tust du ja auch weiterhin. Und ich finde es total faszinierend, das beschreibst du ja auch, die Geige sozusagen, nachdem du so gerne Klavier lernen wolltest, aber das war schon belegt durch deinen Bruder und dann kam die Geige, aber das war der Treffer. Und wie die Geige eben immer dabei ist, auch die Lehrenden waren ganz wichtige Menschen für dich, durch alle Hoch und Tiefs. Und dann kam aber irgendwann die Schauspielerei dazu, aber eine Ausbildung hast du nicht gemacht, oder? So richtig Schauspiel? Schauspiel, naja. Also musstest du ja nicht Learning by Doing, so genau, Naturtalent. Ja, ich habe immer gesagt, den Regisseuren immer, mach das Ding an, ich mach dir was. So, und das funktioniert immer. Nein, tatsächlich habe ich mich auf die Reise gemacht. Tatsächlich nach Katrin und Vladi mit Jens zusammen habe ich wirklich eine ganz, ganz tiefe Liebe empfunden zu diesem Beruf und zu der Neugier für Figuren. Und habe mich auf die Reise begeben und habe ganz viele Lehrer kennengelernt, habe Workshop kennengelernt, habe mit Svan Schabe gearbeitet. Dann natürlich die Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, das sind ja immer ganz, ganz tolle, interessante, inspirierende Menschen. Und ich wollte tiefer eindringen in den Beruf Schauspieler und habe mir dann die Rollen auch so ausgesucht, dass sie nicht immer nur so oberflächlich sind und ich einfach nur das Gesicht in die Kamera halten muss, sondern ich wollte immer, bin auf die Suche gegangen, was ist da, wie kann ich einer Figur mehrere Facetten abtrotzen, positiv, negativ und eine Erlösung finden auch für jede einzelne Figur. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass ein Bösewicht nie einfach nur böse ist, sondern da gibt es immer noch Facetten und die versuche ich dann mit reinschwingen zu lassen. Was ich wirklich faszinierend finde, dass es für dich offenbar, zumindest dem Buch nach, nie hieß End oder Weder, Geige oder Schauspiel. Vielleicht gab es zwischendurch mal solche Momente, aber grundsätzlich hast du ja es geschafft, auch beides zu praktizieren. Bedingt sich das einander für dich? Auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt im Studium, diese Isolation von jeden Tag 5 bis 8 Stunden Geigen, da spürte ich in mir, oh, jetzt nach jeder Stunde, oh, ich gehe mal in die Mensa, vielleicht sehe ich ein paar Gesichter. Und da habe ich gemerkt, dass ich Menschen brauche. Ich brauche diesen Austausch mit Gesichtern, mit Herzen und diese Sehnsucht, das ist dann vielleicht dieser Schauspielerteil. Und ich bin wahnsinnig gerne am Set mit Teams, gemeinsam eine tolle Lebenszeit kreieren. Und auf der anderen Seite lade ich dann meinen Akku mit meiner Geige alleine in der Isolation wieder auf. Und so ist die Balance, diese Waage in meinem Leben, sind es halt diese Berufe. Und ich habe mir das nicht nehmen lassen von dem, egal wem, der gesagt hat, Sie müssen sich entscheiden, Herr Budrawitzki, entweder sind Sie jetzt Geiger oder sind Sie Schauspieler. Diplom-Geiger. Und ich hatte dann wiederum tolle Geigenprofessoren, die gesagt haben, ich verstehe das, wenn du drehst, drehst du. Und wenn du studieren kommst, dann arbeiten wir. Und der eine Professor hat mich bei sich einziehen lassen, hat mir ein Zimmer gegeben und er hat dann morgens um 6 an die Tür geklopft, Kaffee ist fertig, Attacke. Und dann wurde geübt, und dann habe ich geübt und dann habe ich meine Diplome alle gemacht und immer wenn ich gedreht habe, war er stolz auf mich und hat mich nicht irgendwie versucht, in irgendwelche engen Räume zu sperren. Aber wenn du drehst, ist die Geige eben auch immer dabei und dann kann es schon mal dazu kommen, dass so eine Session mit Kevin Costner oder keine Ahnung mit wem mal eben so in der Pause
stattfindet, überhaupt über das Drehen, über die Begegnungen mit unterschiedlichen Regisseuren, Schauspielkollegen schreibst du auch, und eine schöne Szene hast du uns auch mitgebracht, ja, die wir uns jetzt mal anhören. Jawohl, und zwar eine Szene aus Enemy at the Gates. So, passt auch, ihr Lieben. Während des Drehs war ich öfter in der Nähe des Hauptdarstellers Jude Law zu sehen. Das muss Arnaud gefallen haben, denn am Ende meines Drehtages kam er zu mir und sagte einfach: "You come back tomorrow." Ich verstand das erst gar nicht, was er meinte. Dann bekam ich einen Credit. Würdigung, so nennt man Rollennamen, die im Abspann des Films auftauchten. Ich war Comrade in Train, ein Gefährte im Zug und der erste Kamerad, den Zaitsev, gespielt von Jude Law, auf seinem Weg auf das Schlachtfeld von Stalingrad verliert. Die große Überraschung, um mich dafür immer wieder im Bild zu haben, wurde aus einem Drehtag unvermutet ganze 11. Ein ausgemachter Glücksfall. Amerikanische Produktionen sind so flexibel, dass auch noch direkt am Drehort, sogar während des Drehens gewissermaßen auf Zuruf, das Drehbuch verändert werden kann. Auf diese Weise blieb ich in der Nähe von Jude Law. Wir hatten kleinere Dialoge an verschiedenen Stellen, die unsere Unsicherheit und die Ungewissheit über die nächsten Tage oder auch nur Stunden unseres restlichen Soldatenlebens zeigen sollten. Jude Law war ein völlig unkomplizierter und gänzlich uneitler Kollege, wie übrigens die meisten wirklichen Stars, denen ich in meinem bisherigen Schauspielerleben begegnet bin. Das traf auch auf meinen Filmkontrahenten Ed Harris zu, der mir eine ausgesprochene Lebensweisheit auf den weiteren Berufsweg mitgegeben hat. Drehtage mit derartigen Massenbewegungen sind immer mit längeren Wartezeiten verbunden. Natürlich war eine Produktion dieses Ausmaßes auch für mich neu und aufregend. Entsprechend nervös fieberte ich immer meiner nächsten Szene entgegen. Die Warterei machte mich allerdings wahnsinnig. Und da kam Ed Harris und fand das offenbar amüsant. Wollte mich aber auch beruhigen und sagte mir mit seiner sonoren Stimme: "Len, they pay us for waiting. The performance is for free."